Hallo, willkommen zurück zu Marvin und Philo Adventskalender. Heute ist die letzte Folge, nämlich die 24. Und, shit, ich habe die Glasflaschen, die Löffflaschen gelöscht. Philipp, tu mir mal die Hälfte geben. Einfach mit E und dann Rechtsklick drauf, damit du. Ja, genau, danke. Nein, es war so klar, dass die sich auseinandersticken. Naja, egal. Das ist sowieso gedacht, dass man. Also, ist, auf jeden Fall. Es ist die letzte Folge und Philipp ist auch natürlich dabei, wie immer. Und leider die letzte Folge. Ja, leider. Ganz leider. Stimmt. Jo. Und, jo, also. Ich darf heute den Knopf drücken. Habe ich das Gefühl, ich tue in jeder Folge Essen. Ich weiß ja nicht warum, aber. Nein. Nein, das ist die erste Folge. Nein, ich werde schon mal. Marvin drückt jetzt auf den Knopf. Habe ich auch. Öffnet sich der Das Problem heilige. ist es nur, ich habe gerade zu viele Flaschen im Inventar. Ich muss ein bisschen rauswerfen. Philipp, tu mal ein paar in deinen Inventarbunker. Bunker. Ah, ich bin drin. Möchte Nimm auswerfen. mal die 5 bitte. So, Ich hab das Item. Soll ich es dir auswerfen? Ja. Gib's mir. Ups, runtergefallen. Ich brauch's. Egal. So. Oh, sorry. So. Genau das Firework Rocket und zwar. Also, soll ich es erklären oder willst du es erklären? Ich mach schon, okay. Du kannst ja auch das mit der anderen erklären. Und zwar gibt es da oben ein Feuerwerk. Und zwar heute am Ende des Videos gibt es dann das Feuerwerk. Und hier ist nochmal ein Einblick und der Einblick ist einfach gar nichts, weil die Feuerwerkrakete nämlich keine Effekte hat. Ja, also ich erkläre es euch jetzt nochmal. Wir machen zum Ende der Folge ein schönes Feuerwerk. Genau. Dann nochmal, ja, uns Und halt dann lassen wir das verabschieden. Minecart noch zerstören, weil hier fährt nämlich immer Minecart durch, wo die ganze Zeit die Türchen geöffnet hat. Und diesmal hat es auch Ja, geklappt. das ist schon ein bisschen high, lebt das Minecraft. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, Und wir es muss machen aber jetzt noch ein sterben. Das ist leider Startvideo. vorbei. Komm mit. Es ist ja vorbei, Falle. Oder wir könnten noch. Wir könnten auch einen Kreislauf noch fertig bauen in der Folge, damit wir beruhigt aus der Serie rausgehen können. Auf. Dass Minecraft wieder zurückfährt an den Anfang. So, nein, ich würde den Stadtführer jetzt machen. Den Ja, Stadtführer. machen wir auch. Also, Wenn schon noch wir ganz machen am jetzt Ende. hier, geben wir uns mal Schlittschuhe, wie ihr seht. Jo, ich gebe auch einen Schlittschuh. Ach, und das Spiel, wann fangen wir das Was? an? Achso, das machen wir ja während der Stadtrundfahrt, genau. Genau, Also, genau. also. Genau, also jetzt trink schon mal. So, Oder? ja, und das Spiel ist während der Stadtführung. Wir trinken jetzt hier, dann werden wir auf ein Herz runtergeschlagen. Ein halbes Herz. Halbes Herz, genau. Und der dann stirbt, da kriegt der andere einen Punkt. Und der, wo dann am Ende am wenigsten Punkte hat, hat gewonnen. Aber am meisten, das am Aber wenigsten. natürlich, wenn der jemand den Ja, anderen das ist richtig. schlägt, dann bekommt derjenige, der geschlagen wurde, den Punkt. Ja, genau. Und jetzt sind wir gleich auf ein halbes Herz runter. Ja, wir verlieren es halt immer ab und zu wegen Heilung und so. Aber jetzt sind halt immer ein halbes Herz, wo immer wir runtergeht. Komm, Philipp. Was ist mit dem los? Achso. Lässt sich jetzt irgendwie mit Schlittschuh bauen, wo man auch sogar die Schlittschuhe holen kann. Das haben wir auch nochmal gefixt, aber noch einmal Problem. Da waren sogar die Knöpfe weg. Und ja. Man kann übrigens ab und zu zwei Blöcke hochspringen, ne? Das war Ja, ich lustig. wollte dich aus Versehen schlagen, Alter. Ich sehe so, der Also, Bock ich schon. habe was ganz Kluges gemacht vor der Folge. Ich habe die Schlagtaste auf Ende gelegt. Lol. Dass ich nicht schlagen kann. Dass ich nicht versehentlich auf dich draufschlage. Ja, immer so dumm. Also, hier ist die schöne Schlittschuhbahn. Hier, du nimmst ja auf, das müsst ihr Egal, ob sehen. ich dich schlagen will, ich kann dich nicht schlagen, weil meine erste Maus ist Hier ist nämlich die nicht belegt. Fischerhütte. Ja, Hier, genau. wir stehen Da, komplett. wenn ihr euch erinnert, da haben wir einen Fisch geangelt und haben es ein bisschen größer gemacht. Weißt schon, wenn du mich triffst, ist der Arsch. Ja, ich weiß. Ja, ich, keine Ahnung, Vor allem warum. habe ich dir gesagt, dass du die Sachen eigentlich löschen sollst. Ja, Spaß, lass mich doch, wenn ich dich treffe, bin ich ja am Arsch, nicht du. Stimmt. Ja, guck. Also, hier ist dann die, komm her. Wo bist du? Ich bin doch hier. Hier ist die Hütte, wo er dann halt die Schlittschuhe bekommt. Ganz Ende, nein, was wir gleich jetzt beantworten können, wir werden die Map nicht als Download freigeben. Das ist vielleicht irgendwann mal, aber jetzt noch nicht. Genau. Wenn du das so sagst, ich weiß es nicht.
Ja, okay. Ich sag es so. Hier ist die, ich gehe da jetzt mal nicht rein, aber ihr seht's ja. Hier ist die. Ja, man kann auch reingehen. Die Minecraft wird gelöscht, wenn man rausgeht. Achso, okay. Also hier ist halt die Hütte für die Minecraft. Halt, kennt ihr ja schon, haben wir ja schon gemacht. Wenn ich jetzt wieder rausgehe, dann werden die Minecraft auch wieder gelöscht. Und dann gehen wir kurz rein. Hier bekommt ihr. Ah, shit. Eine Zuckerstange. Seht ihr, das Minecraft wurde gelöscht. Oh, okay, genau, Zuckerstange. Ja, das ist nur ein Pilz. Können uns ja mal eingeben. Genau, das steht einfach nur Zuckerstange, ist ein Pilz. Ach, sag genau, die Portion sind übrigens Portion auf. Portion auf Portion. Was willst du machen? Ich kann einfach mal kurz meine Schwester rein. Ja, denkt sich so. Ne, Philipp, Aufnahme. Na, dich. Ja, das gab so ein Texture-Pack und das ist halt eine Zuckerstange. Genau. Und vielleicht machen wir am nächstes Jahr dann ein Texture-Pack. Zuckerstange. Hier kommt man raus. Und das waren übrigens Geschenke, die Erze. Genau. Hier kommt man raus für die Minecart-Bahn. Und da sind halt Amos, dass man die Tür nicht öffnen kann. Hier ist nochmal, hier ist der Steak-Automat. Müsst ihr. Genau, das ist auch gerade absolut unnötig, weil ich habe nämlich Saturation gegeben für die Folge. Genau. Hier, das kennt ihr auch noch, da müssen wir ja nichts mehr zu sagen. Ja, genau. Hier ist die Landebahn für den da oben, den Herrn. Kann er schön starten und landen. Genau. Genau. Hier ist ein riesen Weihnachtsmann mit dem Schampen. Ja, ja, und ja, der kann einen Standflug machen. Ja, genau. Natürlich kann er das. Hallo? Wie soll das uns anhalten auf den Kamin um? Ja, easy. Er landet auf den Kamin. Denken doch die meisten. Also hier ist halt dann die Elfen schön. Und man auch ein bisschen gesehen hat bei einer Folge, wo wir zu dem Heuhaus mussten. Und hier sind halt, werden halt die Rentiere, der Stall quasi. Oh, wenn ich jetzt runterfall. Und hier oben war auch noch irgendwo ein Feature. Ah, da, schau, das ist diese Kiste. Was? Wo wir auch in einer Folge gehabt haben mit dem Ding. Lol. Oh, LOL! Scheiße. Ja! Warte, hab ich jetzt einen Punkt? Ja. Nice. Also, sieht gut für mich aus. Das ist echt ganz schön gefährlich da oben. Ich habe extra noch gesneakt. Ich habe einen Punkt. Sehr, sehr nice. Mist. Das meint ihr halt. Also, das ist halt. Das ist echt unglaublich schwierig. Hey, du musst mir nichts geben. Ich habe doch Keep Inventory True in der letzten Folge gemacht. Okay. Könnt ihr auch anschauen, da ist immer viel Zeit drauf verdammt. Hast du jetzt noch ein halbes Herz? Achso, stimmt ja. Ich habe noch gar nichts getrunken. Ja, ich trinke. Ich habe noch genug Froschens. Genau, da ist halt der Stall, wo die. Ja, halt der Stall, was soll ich dazu weiter sagen? Mhm. Hier ist der Adventskranz, den ihr bestimmt auch kennt. Mhm. Dann hier wird halt die Garage, wo das Stall. Da fährt übrigens auch Minecraft durch, wenn man da wieder drückt, da wird es nicht zerstört. Gewartet wird. Nehmen wir mal hier. Das ist die Spielzeuglager, beziehungsweise Fabrik, beziehungsweise Einpack, beziehungsweise. Riesenhalle, keine Ahnung. Also auf jeden Fall werden sie halt hier verpackt und dann an den wireless Spielzeuganlieferer von Fabrik. Ja, im Prinzip, das ist Fabrik war ja halt, ich wusste ja noch nicht, das wireless Anliefer, woher es kommt. Hier ist kommt. Es auch eine ganz witzige Maschine. Das gibt für alles, was du reinwirfst, gibt es dir einen Keks. Ein Keks. Alles, für alles, egal was. Wir schon angesprochen haben. Sieht es halt aus wie ein Keks. Gib mir mal ein Steak, die Saturation ist vorbei. Saturation hat natürlich nicht das ganze Video gehalten, war ja klar. Dann hier oben ist. Da müssen wir uns auch nochmal. Sorry, jetzt habe ich gerade ja gesagt. Hier oben ist soll eigentlich die Kantine sein, aber vielleicht macht man das auch nochmal ab. Das müssen wir dann uns nochmal überlegen. Ich will das machen, weil es irgendwie schon dumm genutzt kommt. Du kommst hier hoch. Bumm. Knallst erstmal an. Also. Ja, stimmt. Also das hier oben muss man sich nochmal überlegen, wie gesagt. Können wir hier nochmal runter. Auf die Kiste, wo man reinschauen kann für. Das ist auch noch. Ich sehe schon, wahrscheinlich wirst du den Punkt kriegen, Philipp, weil jetzt sehen wir ja, wie schon gefährlich das ist und dann wirst du jetzt wahrscheinlich übel aufpassen und ich halt auch und am Ende wirst du den Punkt kriegen. Da weißt du vielleicht. Hier sehen sie fleißige Elfen, die arbeiten. Ja, die werden nicht bezahlt. Das ist echt. Psst. Achso. Die werden natürlich mit Würstchen. Mit echtem Geld. mit echtem Weihnachtsmanngeld bezahlt. Genau, echtem Weihnachtsmanngeld.
Ich muss mich kurz. Lass mal ein Geld, wird in keiner Stadt und in keinem Land akzeptiert. Halt, der Adventskalender, wie gesagt, dann. Nein, falsch. Womit? Achso, stimmt, wir müssen natürlich durch den Tunnel. Magischen Tunnel. Dann gehen wir erstmal links. Ab und zu kann man ja ein halbes Herz verlieren. Wenn man genau einen richtigen Zeitpunkt runterfällt, ganz knapp, bevor man das halbe Herz Schaden kriegt, ist gerade. Spielzeugmaschine 8000. Haben Sie es gerade? Da hoch können wir. Aber wir müssen da. Ich weiß nicht, ob wir da hoch. Eigentlich sollten wir schon. Nein, ich habe das erstmal abgebaut. Achso, ja, man kann da auch hoch. Da oben ist auch. Du bist da hochgekommen, ein Cheater steht da rum. Und hier ist noch Werbung. Und die Werbung könnt ihr auch natürlich auch sehen, weil das ist ja alles kein. Die meisten werden verstehen, was das bedeutet. Spielzeugmache 9000, auch bei Amazon für 100.000 Euro. Und der, und dann steht hier, der Weihnachtsmann hat 99,9% Spielzeugmaschine 9000 könnt ihr natürlich bestellen, aber ihr kriegt halt keinen tollen Rabatt, so wie der Weihnachtsmann. Habt ihr gerade gesehen, hier, wie viele Rabatte bekommen hat. Der muss natürlich einfach 10 Euro zahlen. Genau, hier werden die halt hergestellt, also muss man sich auch nochmal überlegen. Aber genau, das waren Packs, das ist übrigens Spielzeuge. Da muss ich Marvin für sein Handy entschuldigen. Ja. Ist doch nicht so leid. Ist die Geschenke, wo halt die Schafe. Hier sind Schafe, die werden Schafe geschert. Das sind übrigens hier Grundfarben. Weiß, Gelb und Rot. Das sind Grundfarben. Könnt ihr auch die Grundfarben sind Blau, so, Rot und Gelb sind die Grundfarben. Blau, Gelb und Rot. Blau, Rot und Gelb. Genau, aus dem kannst du alle Farben mischen. Genau, so, und halt auch mit Weiß und Schwarz, um heller und dunkler. Also hier seht ihr jetzt auch die Sachen, wie sie geschert werden, und die sieht auch mit die Schere und da so Scherere. Das ist ja nur so ein bisschen als Page und so. Man kann auch hier das umstellen, das wird wieder zurückgesetzt, das ist nur ein Klumpbefehl. Ja, genau, auf jeden Fall hier wird halt das Geschenkpapier gefärbt. Genau, das ist zum Senden, damit das Geschenkpapier auch was hat zum Zupacken. Jetzt haben wir zwei Mal zugemacht, gehen wir weiter. Dann kommen wir hier zu noch nicht fertigen, sagen wir Alpha oder sagen wir Beta, können wir schon sagen. In der Beta, das ist die Bücherei, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Und vor allem so viel Lagerplatz, ist das schon aufgefallen, ist echt extrem nicht. Ja, also hier ist halt die Bücherei, wo von jedem Kind der Weihnachtsmann ein Buch hat, wo er dann rein schreibt, ob er brav war oder kennt ihr bestimmt. Weihnachtsmann. Was? Da muss ich räuspern. Also, die ist wie gesagt noch in der Beta. Dann können wir hier weiter. Genau, machen wir schon vor. Hier ist die Deutsch. Hier ist die Post. Ja, jetzt wird gerade das Darling gelaufen. Egal, passt schon. Man kann die auch öffnen und schließen. Das geht jetzt auch. Kann ich das auch machen? Ja, kann ich. Steht im Chat-Block Placeit und ich kann dann öffnen und schließen. Unter anderem. Auch schön mit dem Bier, läuft bei dem auf alle Fälle. Unter anderem kann man das mit öffnen und schließen. Das bringt folgendes, und zwar geht dann einmal die Rufplatte hier außen weg, dass man nicht mehr reinkommt. Und es sorgt dafür, wenn du deine Items, wenn zu viele Items drin sind, dann werden die, wenn es offen ist, hier drin rausgeschmissen. Und wenn da Überfüllung, also, und wenn gerade geschlossen ist, wird es hier draußen, kommt die Überfüllung draußen raus. Genau, also ist es eine funktionierende Post, du kannst hier was einwerfen. Und die gibt es übrigens auch so ein Jump'n'Run. Das dann da unten im Lager, genau. Hier ist halt der Wireless. Hier ist halt so noch so ein Jump'n'Run hier oben. Anfänger. Genau. Hier immer schönes Bier, läuft bei dem auf alle Fälle. Ja. Vor allem in der Post. Ich glaube, der wird auch nicht bezahlt, ey, was? Also, eine funktionieren. Und hier halt Post, die kann man die Post einlegen mit einem Knopf. Also, da wird sie automatisch komplett rausgesaugt, weil das ist nämlich für außen. Genau, die Post nicht kalt wird. Regen kann ich eigentlich. Schnee kann ich eigentlich anders. Sieht ganz schön aus. Sieht auch schön Post. Und hier das magische Spielzeuglager. Hey, die Schrift habe ich designt. Nein, Spaß. Großteils. Ja, ein bisschen. Gehen wir mal hier durch. Habe ich auch schon selbst eingegeben. Luxustür rein. Laufen wir hier mal langsam um die Ecke. Laufen wir hier lang. Also ich hatte mein Video fast gar nicht gesehen. Muss man echt mal später schauen, also man hat es gar nicht gesehen. Dann sind wir hier und dann mache ich mal die Sicherung an. Ja, oder so.
Und im Texture Pack, wo wir halt benutzen, aber wir jetzt aus Lizenz verschwinden. Keine Ahnung. Ja, ja, wir können es doch im nächsten Jahr machen. Genau. Sind das halt alles Pakete. Und hier sind halt so und hier so und so und so und so ein Sicherheitsmann. Genau. So. Und noch eine Kiste da hinten, wo wir das Ding rausgeholt hatten. Ganz dort hinten. Oh, jetzt muss ich mal ein bisschen ärgern. Also, wenn du mich, also mich juckt es nicht. Wenn du mich triffst, weißt du ja. Wenn ich dich treffe, dann ist das Problem. Genau. Ah, hier ist die Kiste. Hier ist die Kiste, genau. Ja, genau, also hier, wenn du jetzt mal so hier, ist schon krass. Riesig. Mhm. Also wir haben es halt einfach ein paar Mal geklont, wenn man genau hinschaut. Ja. Ja. Na, dann machen wir mal Sicherung wieder aus. Boah, kurz ein Frame-Bruch, aber beim Angehen ist echt gar kein Frame-Bruch gewesen, ja. Ne? Ah, mit Polschen übrigens für unendlich. Na geil. Ich hätte lieber Saturation Polschens geben sollen. Komm, Philipp. Also, manchmal denke ich, meine Eltern können ich, beziehungsweise meine Schwester könnte ich lesen. Aufnahme, bitte nicht stören. Ja, juckt die nicht, komm trotzdem rein. Wo bist du? Hier ist übrigens auch so eine Factor-Platte. Achso, du bist da. Die funktioniert also, übrigens auch. Sieht komisch aus, verbackt. Ja, das ist eine Fake-Platte. Genau, dann gehen wir jetzt mal weiter. Hier ist das Elfendorf, wo halt die Elfen, beziehungsweise, ja, die... Die Elfendorfen? Genau, wo die halt die Elfen halt wohnen. Ja, und dadurch, dass sie nicht bezahlt werden, bezahlt das halt der Weihnachtsmann. Beziehungsweise, sie mussten selbst bezahlen, indem sie arbeiten. Genau, hier ist Elfendorf, ein Tannenbaum. Was wir auch kurz zeigen können. Nicht das können wir jetzt zeigen, aber hier ist zum Beispiel mein Haus. Können wir kurz reingehen. Das ist mein Haus. Ja, das ist voll toll. Ja, damit. Natürlich so. Gehen wir kurz nach da hinten. Hier ist zum Beispiel Marvins Haus. Okay. Hier kann man dann den Knopf drücken und da kann man da so schön rein. Und das Haus ist noch immer das Beste, weil hier so diese magische genau, Station ist. Und sieht aber echt noch immer halt stylisch aus. Ja, kannst du ja einmal reingucken. Hier ist halt so mein Sleep Room. Oh Leute, es ist gerade Nacht, Philipp, leg dich mal hin. Obwohl, ne? Ja, warte, liegst du? Achso, soll ich mich hinlegen? Okay. Ja, mach, dann leg ich mich auch. Okay. Bin. Voll. Euer Ernst, wo bin ich jetzt? Hey, ich bin doch gleich aufgestanden, Philipp. Echt das? Hä? No. Hä? Ich will die ganze Zeit aufstehen. Mein Bett zwingt mich zum Aufstehen. Hä? Achso, weil wir Schaden bekommen. Dann stehen wir ja von alleine. Hä? Ich stehe gar nicht auf. Hä? Ich werde die ganze Zeit aufgeschmissen. Ah nein, aber weil du keinen Hunger hast. Ich hab Hunger, deswegen schlafe ich nicht. Weil ich krieg doch keinen Schaden, weil ich nicht regenerieren kann. Also, nein, egal, nein, nicht. Ja, egal. Ich halte nochmal kurz den. Hier ist halt mein Bad, so mit einer Toilette, wo halt nicht mal Command-Blockifiziert ist. Ich wollte mich schämen. Und hier noch so ein Waschbecken. Mit Abschließtüren und Funktionen. Und hier ist halt mein Wohnzimmer, aber das ist Command-Blockifiziert. Da gibt's nämlich einen schönen Fernseher. So, auf einem neuen Fernseher. So. Mit schönen Pistengeräuschen. Und natürlich gibt es den auch in Oldschool. Warte mal kurz, bis der. So, jetzt stirbt er. So. Und dann Oldschool. In Schwarz-Weiß. Schwarz. Das ist noch immer das Beste. Ich nochmal. Erstmal, wir können natürlich das Item auch vernichten. Und dann nochmal, ja, geil, Fernsehen. Das ist echt Fernsehen 2.0. Das muss man echt mal behaupten, ne, Philipp? Ja, schon. Und dann gehen wir wieder raus. Kommst du, Philipp? Ja, ich bin schon draußen. Okay. Ich hab seine Tür festgemeißelt. Guck mal. Ah, oh, das ist gerade die Spot. Dann gehen wir hier lang. Lol. Mehr gibt's ja auch nicht mehr zu sehen. Genau.
Ja, ja, das ist halt das Elfendorf. Man gibt's auch nicht mehr. Wir gehen jetzt, wir können mal in ein Haus reingucken. So, und Philipp Schlamm. Im Prinzip immer gleich aufgebaut. Also seht ihr ja hier, ein Elf, Sitzecke, Bett. Genau, genau. So ist echt überall. Müssen wir jetzt nicht in jedes reingehen, das wäre jetzt ein bisschen. Nö, nö, nö. Machen wir mal hier wieder lang. Hier ist die Post hier, das Spielzeuglager. Wir gehen doch nochmal durchs Markt. Ich kann nicht sprinten, verloren. Entschuldigung. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ich bin nicht noch. Genau, wir können noch kurz. Wir können auch kurz Santhor besuchen kommen. Falsche Seite. Oh, wenn ich da jetzt runterfall. Boah, Digga, ich hab so Angst. Das ist echt waghalsig, ne? Ja, schon. Oh, hab's. Wir müssen das tun, Philipp. Ja, mal weg. Zack. Und bin dann oben. Ich auch. Weg. Punkt. EU. Sandra. Oh. Boah, ich mach jetzt ein waghalsiges Manöver. La la. Boah. Alter. Da, 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 da. Wenn ich auf Pferd drauf setze, ja, genau, setz ich auch auf Pferd drauf. Halt. Ich mach jetzt lieber eine 5. Seht ihr halt hier. Ja, sind wir halt da, wo ich euch gerade oben gezeigt habe. Zu alt war. Vielleicht soll ich ein Pferd draufsetzen. Oh, lol. Lol, ich bin teleportiert worden. Ja, das wollte ich eigentlich. Hä? Der Knopf kommt nicht wieder raus. Alter! Ist dein Ernst? Oh, jetzt geh mal weg. Und gerade schlagen. Oh, das ist ja. Ich zwing dich. Ich zwing dich. Hallo. Setz dich doch auf dem Pferd drauf. Das ist schon mal angenehm. Aha, und ich kann dich auch nicht boxen. Ja, das ist voll lustig. Sag ich erstmal was. Jetzt zögern nicht alles so unnötig raus. Okay. Ausnahmsweise. Oder doch nicht. Das heißt, das ist halt scheiße. So lustig. Das ist echt sowas von lustig. Oh. Jetzt ist deine Ernst. Ich mach nicht. Ja, okay. So lustig. Ich kann dich gar nicht schlagen. Ich hab dich auf End 1 gelegt. Oh Mist! Nein, scheiße! Ja. Oh. Wie soll ich jetzt hier runterkommen? Ja, dein Problem. Ja, da jetzt aber auch. Warte erstmal, bis du runtergekommen bist. Dann kann ich es dir nachmachen. No, das geht? Nein. So, hier an den Schlitten hier. Schlaue Idee. Also, ja, da waren wir auch schon drin. Genau, genau. Ob wir jetzt. Ah, da müssen wir kurz. Weil da gibt es noch keinen offiziellen Weg hoch. Jetzt gehen wir kurz in Game Mode. Ja, gute Idee. Das Weihnachtsmannrot. Das Weihnachtsmannrot. Game Mode. Null. Ups. Oh, hallo, Herr Weihnachtsmann. Sie sehen auch alle gut aus. Ja, hier ist auch so ein Schutzsystem, dass der nicht rauslaufen kann. Und sich draußen amüsiert. Das darf der Weihnachtsmann nicht. Er muss seine Geschäfte erledigen. Genau. Hier ist halt die Rot vom Weihnachtsmann. Ja. Ja, genau, und der tradet auch so ein paar so Command-Blocks. Genau. Das war auch für das eine Spiel gedacht, und wo wir es schon verkackt haben. Hier oben ein Funk, was ich auch richtig geil finde, ihr könnt, guck mal, hier ist so eine Schnieke und da passt die genau rein. Also da kann man sogar Bücher bekommen. Dann drückt ihr hier auf den Knopf und bekommt ein Buch und ein Quill und dann könnt ihr da schreiben, ein Zug. Das war dann noch mit Dispensern, haben wir das dann noch gemacht. Ja, genau. Signieren. Mal
B. Signe Klaus. Und jetzt kann ich Marvin sein. Mein ist Buch gleich. Das los, B. Und dann ist logischerweise A plus B C. Und wer jetzt in den wenn ihr in den Kommentaren rausfindet, was Moment, ich muss kurz überlegen, was ist Ah, genau. Machen wir. Entschuldigung. Genau, A plus C. A plus C. Bestes, bestes. So. Fragezeichen. So, sing. Fragezeichen mal. Und los, so. Ja, das ist aufgesammelt. Mach singen, close, so, das ist zu dein. Hey, mein Buch! Hör mal auf! Wo? Hey, wo? Da. So. Dann machst du mal jetzt auf. LOL. Ist gleich, das. Hey, du machst Werbung. Warum? Ich hab nur Hi RT geschrieben. Ach so, Hi YouTube. Ach so, na dann. Du machst so viel YouTube-Werbung, ne Spaß. Ja, das ist halt die Hut vom. Wo ist Weihnachtsmann? Was für ein Scheiß! Ach, da ist er. Ah, da. Hä? Ich dachte schon, der kann doch nicht raus. Seht ihr? Ich habe jetzt gerade rausgebockt und dann ist er so ein bisschen zurückgeschoben. Ja. Oh, jetzt habe ich. Ja, noch ein Game Mode. Also, dann kann man ja hier doch mal so machen. Hä, was? Wo? Noch mal so grob drüber fliegen, sie war also halt hier so. Genau, hier war übrigens das Leiterspiel, wo der Backs des Dings noch voller Leitern. Ja. Ja, hier seht ihr nochmal den ganzen Server. Den Server und hinter mir sind Blubberblasen. Ja. Ja. So, nochmal der Weihnachtsmann, in den kommt man auch noch hoch, Philipp, in den Weihnachtsmann. Komm. Das können wir noch machen, das ist eine gute Idee. Komm runter! Ja, komm runter, komm zu mir, Dicker! Null. Kannst du dich mal boxen? Das Ding wird echt lang, ne? Box dich. Ja, wieso? Bei, bitte. Nein? Du hast doch schon einen Punkt. Ja, ich weiß, aber box dich doch. Oh, Alter! Digga! Ah, ich wünschte, er hätte mich getroffen. Hier gibt's auch, wir haben leider kein Minecraft, ich hol mal kurz eins. Slash, give mir ein Minecraft-Doppelpunkt. Minecraft, danke, hab. Sag, wenn du hochfährst oder auf den Knopf drückst, dann fahren wir gleichzeitig. Okay. 3, 2, 1, Button! Hä? Ich bugge! Oh! Was zum? Bist du auch in der Wand gestorben? Nein. Das liegt aber jetzt. Irgendwas ist da verkehrt gewesen. Ich bin in der Wand gestorben. Ja, wenn du mit Minecraft fahren kannst. Das zählt eindeutig nicht. Da haben wir dann einen Fehler gemacht. Und welcher Wall bist du verkatet? Ich bin in der Wall verkatet. Ich bin einfach mit Minecraft hochgefahren und bin in der Wall verkatet. Das kann ja nicht sein, hier ist überall Platz, Digga. Ja, das zählt nicht. Das zählt nicht als Punkt. Fahren wir nochmal hoch. M-I-N-C. Oh, gib mir doch einfach. Gib mir doch jetzt einen Minecraft. Geh einfach kurz mit dem Game Hotel und gönn dir Minecraft. Hey, nein, es geht doch voll einfach um Minecraft. Das gibt's doch nicht, dass du es nicht hinkriegst. Ich hab doch eins. Ja, ich hab doch eins. Also ich brauche. Ich komm her. Ja, ich weiß, ich bin doch gestorben wegen der Wand. Bei mir gibt's irgend so einen Bug hier. Zack, ey, okay, 3. 2, 1. Button. Button. Oder bist du Philipp? Und jetzt? Ah, hi. Hey, jetzt geht's! Was ist denn Scheiß? Wann gleichzeitig?
Ja, hier kann man rausgucken. Genau, und in der Nacht eigentlich kann man nicht rausschauen. Alles deine Schuld, das ging nicht. Doch. Die Chance wurde nicht geladen. Ich hab Angst. Das zählt nicht. Bei dir auch. Hä? Nein, das zählt, weil du wusstest ja, dass dann Glowstone kommt. Das ist jetzt was anderes, Philipp, weil du wusstest ja, dass dann Glowstone kommt. Shit, ja toll, dass ich jetzt... Du hast es ja gerade absichtlich eingegeben, du wusstest es. Und das wusste ich nicht, ich dass bei dir Bank hat. Doch, achso, dann ist es gerade Nacht geworden, aber wir wussten, dass das passieren kann. Ja, dann haben wir jetzt gleich. Und bei Minecraft wussten wir es nicht, da hatten wir keine Ahnung. Und es war auch irgendwie, eigentlich sollte das ja auch nicht passieren. Und das heißt, siehst du eindeutig. Ja. Das heißt, jetzt haben wir Gleichstand. Ja, was machen wir bei Gleichstand? Ja, Gleichstand heißt einen einfach beide im Punkt. Und wir haben ja noch andere Spiele gespielt. Momentan haben wir eigentlich noch einen Gleichstand. Jetzt fahren wir erst wieder runter. Egal welchen Knopf wir drücken, wir fahren so eh. Also, was ist das? Sind jetzt beide in die gleiche Richtung gefahren? Nein, ja, passt. Achso, ja, egal. Das erste Mal Trank trinken wollte. Oh, Leute, der Trank ist tatsächlich auch bei mir ausgegangen. Also, schon deswegen, ja, klar, stimmt. Ich bin aus Versehen mit dem Minecraft nochmal hochgefahren. Also, alles Minecraft. Nicht schlimm, weil ich habe nämlich gerade noch kein, noch nicht vollkommen, sind wir noch nicht runtergekommen mit den Herzen. Bin noch bei 3 Herzen. Irgendjemand hat geklingelt, hätte ich Muckelschalldruck gemacht. Muckelschalldruck gemacht. Oh, Rudi kümmert sich drum, nicht gut. Vor allem, weil ich gerade in der Aufnahme bin. So gut, finde ich auch gut, dass am Ende wenigstens noch ein Gleichstand für mich rausgekommen ist. Sonst hätte ich ja wieder ein Ding verloren und sogar am 24. Fast. Mach's doch gleich nochmal. Ja. Alter, Digga. Lad mich doch gleich mit dem Diaschwert. Guck mal, jetzt ist gerade auch Nacht, dann passt es doch, dann machen wir jetzt. Ja, genau, passt. Wir müssen ja irgendwann mal das Ende finden. Ich schalte es an, guck du nach oben, okay? Und Philipp schlagen! Am Ende der Folge schlagen! Ach, geht ja nicht. Ha! Okay, geh du nach außen. Schnell. Das ist noch eine Fackel hinmachen sollen, weil du hast es jetzt so gemacht, dass man immer einschränkt und die Frauen dann mache ich jetzt meine Abmache. Es war ein schöner Adventskalender dieses Jahr. Ich hoffe, das ist nächstes Jahr wieder so. Ja, es ist sehr traurig, dass es schon wieder vorbei ist. Aber von meiner Seite, ich und Marvel machen bestimmt mal wieder ein Projekt mit uns beiden. Irgendwas vielleicht ein Steam-Spiel, kann ja auch mal sein. Whatever. Ja, also dann rutscht gut ins neue Jahr rein. Rutscht aber nicht aus. Genau. Okay, also von meiner Seite. Ist so flach. Ja gut, dann auch von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen. Und schön, dass ihr auch hier damit dabei wart. Und lasst euch jo. Geschenkt. Schön beschenken. Hey, lasst euch möglichst viel beschenken und so viel wie es geht, dass ihr und mit möglichst viel Geld anspassen. Nicht wie die Elfen, die kriegen nämlich gar keine Bezahlung. Das ist echt doch. Mal machen. Ich wäre frohe Weihnachten. Genau. Ihr könnt jetzt noch das Feuerwerk noch betrachten. Ihr könnt einfach abschalten, wenn ihr nicht mehr wollt. Dann musst du das Video so ausblenden. Ja, kann ich machen. Also, ihr könnt noch mal kurz das Feuerwerk noch ein bisschen betrachten und ja, ich denke, jetzt ist es aber reizend auch. Das heißt, wir sehen uns irgendwann mal. Wenn es mal wieder heißt. Marvin, Philipps, whatever. Whatever. Okay. Ciao. Dann, ciao.